Herr Vetter, wir beide stehen jetzt hier, um diese neue Säule uns erklären zu lassen. Vielmehr Sie erklären sie mir, denn ich habe überhaupt keine Ahnung. Also vielleicht fangen Sie einfach mal bei A an. Gut, wir fangen bei K an. Das wäre Karte. Die brauchen Sie nämlich, um die Ladung in Betrieb zu nehmen. Dann gehen wir ganz einfach mal rüber zur Ladesäule, die jetzt natürlich blinkt. Ja, die ist natürlich hochfrequentiert heute und spannend, auch für alle Kollegen, die das detailgetreu fotografieren. Nur eine Sekunde? Danke. So. Wenn wir uns dem Ganzen jetzt mal nähern, sehen wir hier, wir können auf drei verschiedene Arten laden. Sie hatten hier einmal für die japanischen und französischen Fahrzeuge den sogenannten CHAdeMO-Anschluss. Hier drüben haben Sie den Combo 2 Stecker, mit dem Sie die deutschen Fahrzeuge laden können. Und hier an der Seite noch einmal einen Wechselstromanschluss. Damit können Sie quasi alle anderen am Markt befindlichen Fahrzeuge versorgen. Das heißt, mit dieser Säule können Sie wirklich jedes Elektroauto, was es heute gibt, mit Strom versorgen. Das sieht ja wirklich aus wie eine normale Zapfsäule, wie man sie kennt. Ne? Der Mensch ist ja Gewohnheitstier. Wir haben uns da versucht, etwas dran zu orientieren, dass die Benutzung für den Kunden dann möglichst einfach ist. Der einzige Unterschied ist, ich bezahle nicht mehr am Kassenhäuschen, sondern ich zahle quasi direkt an der Säule. Nehme meine Ladekarte, nehme den Ladestecker, bewege mich erstmal zum Auto. Ich muss, glaube ich, mal den Stecker hinter mich nehmen. So. Da habe ich jetzt zwei Ladeanschlüsse. Bei dem großen ist relativ logisch wahrscheinlich, dass da mehr Strom reingeht als in den kleinen. Und da wir schnell laden wollen, nehmen wir mal den großen Stecker, tun den hier rein, machen den fest. Und um jetzt die Ladung zu starten, gehen wir zurück zur Säule. Gehen hier einmal unter dem Kabel durch. Und haben jetzt die Möglichkeit, hier auszuwählen, in welchem Modus wir tatsächlich laden wollen. Was heißt das, in welchem Modus? Sie können sich jetzt eben aussuchen, ob Sie welchen der drei Stecker Sie quasi benutzen möchten. In dem Fall ist es der CHAdeMO. Da drücken wir jetzt ganz einfach auf Play. Sagen Fahrzeug verbinden, das ist schon geschehen. Starten das Ganze. Jetzt müssen wir unsere Karte davor halten. Es piepst einmal. Die Ladesäule meldet sich im Rechenzentrum, sagt, hier steht der Kunde Vetter und möchte jetzt sein Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid laden. Das ist positiv erfolgt und jetzt beginnt die Ladung. Gut, und das dauert jetzt ja eine gewisse Zeit. Ich glaube, von einer halben Stunde war die Rede gerade eben. Genau. Also ich kann währenddessen zum Beispiel einkaufen gehen. Zum Beispiel oder mal einen Kaffee trinken. Meine Frage ist, inwieweit steckt das denn jetzt sicher im Auto? Also ist es theoretisch möglich, dass jemand kommt, das rauszieht, sein Auto ranpackt und ich sozusagen Nese bin? Das passiert in dem Fall nicht, weil sobald der Stecker mit dem Fahrzeug verbunden ist und ich mich angemeldet habe, wird der abgeschlossen. Wir können das auch gerne ausprobieren. Sie können jetzt an dem Stecker rumziehen. Es wird Ihnen nicht möglich sein, den aufzumachen. Der verriegelt elektrisch. Ja. Und in dem Fall sehen Sie, hier oben leuchtet eine rote Lampe. Das heißt, der Stecker ist abgeschlossen. Das Ding ist zu. Ich kann hier drücken, ziehen, was ich möchte. Der Stecker ist abgeschlossen. Sollte jetzt jemand versuchen, mutwillig den aus dem Auto zu reißen und es tatsächlich schaffen, wird die Ladung sofort unterbrochen. Das heißt, dann fließt auch kein Strom mehr. Das ist dann auch für den Nächsten, der den Stecker aufheben würde, wieder sicher. Was kommen da eigentlich für Kosten auf mich zu? Also kann man das runterbrechen, was so eine Ladung, eine Schnellladung kostet? Es ist immer abhängig davon, wie leer das Auto ist, wenn ich tatsächlich anfange zu laden. Wenn wir davon ausgehen, dass der hier bei 0% Batterie wäre und ich lade dann bis 80% in dieser halben Stunde auf, liege ich so bei ungefähr 4-5 €, je nach Energietarif der jeweiligen Säule dahinter. Brauche ich eigentlich einen bestimmten Strom? Also brauche ich zum Beispiel Starkstrom, wenn ich das jetzt zu Hause machen möchte? Also zu Hause mein Auto und normal an der Steckdose laden möchte oder geht das gar nicht? Sie können zu Hause an der Steckdose laden, allerdings mit einer deutlich geringeren Ladeleistung, als es an so einer Schnellladestation möglich wäre. Das heißt, das Auto lädt dann nicht in einer halben Stunde auf, sondern eher so in 5 bis 6 Stunden. Und da brauchen Sie eigentlich keine anderen Einrichtungen als das serienmäßig mitgelieferte Ladekabel. Wenn Sie es ein bisschen beschleunigen möchten, ist es empfehlenswert, eine Wallbox zu benutzen. Da ist das Ladekabel dann integriert. Das ist auch ganz bequem, wenn ich dann nach Hause komme. Hängt im Carport quasi schon mein Ladekabel. Ich muss nicht an den Kofferraum gehen und es erst mühsam hinten rausholen, sondern stelle mich in meinen Carport, da wo ich immer stehe, Stöpsel an und kann laden. Herr Eitbuhu, Sie sind von E8 Energy. Das ist die Firma, die diese Ladestation unter anderem hergestellt hat. Was ist das Besondere an dieser Station? Das Besondere an dieser Station ist, dass jeder diskriminierungsfrei laden kann. Das ist also eine Anforderung, die wenigsten Ladestationen bisher erfüllen. Das heißt also, jedes Fahrzeug, jedes Anbieters, egal ob aus Deutschland, Japan,
oder Frankreich kann hier an dieser Ladestation schnell laden. Wir haben alle vorhandenen Steckermöglichkeiten haben wir vereint in einer Ladestation, sodass niemand ausgeschlossen wird. Wie läuft bei Ihnen die Zusammenarbeit auf dem Markt? Also hier ist es jetzt ja so, dass Sie mit Mitsubishi eine Kooperation eingegangen sind. Ist das üblich, dass man das mit Autoherstellern macht? Wir haben von Anfang an diesen ganzheitlichen Ansatz gesehen und haben gesagt, okay, wo kommt der Nutzer als allererstes an? Und dann haben wir gesagt, das wird beim Automobilisten sein, er wird sich ein Fahrzeug kaufen. Und haben dort bereits seit 2010 angefangen, mit Citroën da eine Kooperation einzugehen, haben die dabei unterstützt, in den Markt zu treten. Und dann, als die deutschen Hersteller in den Markt getreten sind, haben wir da auch VW und BMW unterstützt bei ihren entsprechenden Aktivitäten. Und das ist überhaupt keine Frage, dass jeder, der in den Markt tritt oder so ein Fahrzeug kaufen möchte, einfach auch gewisse Fragen hat. Und da stehen wir bereit und stellen uns diesen Herausforderungen. Wie ist der deutsche Markt überhaupt aufgestellt? Das ist ein bisschen schwierig. Also es kommt jetzt eine deutliche Beschleunigung in den Markt, nachdem also insbesondere VW und BMW eingetreten sind mit ihren Fahrzeugen. Mitsubishi war ja hier ein Vorreiter quasi seit 2009 mit dem Elektro-Vehikel. Aber seitdem jetzt die deutschen Marken in den Markt getreten sind, denke ich mal, gibt es eine deutliche Beschleunigung. Es wird einen Ausbau der Ladeinfrastruktur geben. Wir hoffen natürlich da auch einen großen Teil mitzuspielen. Und ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, dass es in Deutschland sehr, sehr schön vorangeht. Es wurde angesprochen, dass es immer Probleme gibt, auch mit den Grundstücken, wo so eine Ladestation stehen soll. Glauben Sie, dass da Besserung kommt? Es wurde eben gerade schon gesagt und wir sehen das absolut genauso, dass insbesondere diese halböffentlichen Standorte, wie jetzt hier in Kaufhäusern, bei Tankstellen oder auch bei Discountern, die Plätze sind, die gewünscht sind. Wir gehen sowieso beim Discounter essen, die Parkflächen sind dort gegeben. Es ist überhaupt kein Problem, zwei oder vier Plätze in Zukunft, wenn noch mehr Fahrzeuge im Markt sind, da bereitzustellen für Elektromobilität. Und wenn ich eine Viertelstunde einkaufen gehe, kann ich 50 Kilometer zuladen und habe eine zusätzliche Sicherheit, die einfach dem elektromobilen Fahrer die Sicherheit gibt. Er kommt überall hin und das ist das, was wir erreichen wollen. Was glauben Sie, warum die Kunden doch immer noch so relativ zurückhaltend sind? Liegt es am Preis der Wagen? Liegt es daran, dass auch von der Politik noch zu wenig gemacht wird, um diesen Zweig zu pushen? Ich denke, es ist einmal die Thematik, dass zu wenig Vorbilder tatsächlich mit Elektroautos schon rumfahren. Das können meines Erachtens könnte da die Politik Vorreiter sein, indem kommunal und auch in der Politik schon die Fuhrparks entsprechend umgestellt werden, zumindest teilweise. Die Möglichkeit besteht sofort. Und auf der anderen Seite ist es definitiv der Preis. Die Reichweite ist akzeptiert. Jeder weiß, dass er mit einem Elektrofahrzeug nicht von Bad Reichenhall nach Flensburg fahren kann. Das ist auch gar nicht notwendig. Aber solange die Diskrepanz im Preis noch gegeben ist, wird es schwierig. Aber auch da wird es Bewegung geben und aufgrund der Skaleneffekte, aufgrund der größeren Stückzahlen, die in den Markt kommen werden, werden auch die Preise fallen. Und der Wettbewerb kommt natürlich auch dazu. Es kommen noch mehr Fahrzeuge in den Markt. Da wird es einen zusätzlichen Wettbewerb geben, der auch die Preise fallen lassen wird. Weil das kennen wir von früher. Das Handy, die ersten Handys, die ersten Flatscreens, was hatten die für Preise? Die waren wahnsinnig und auch da sind die Preise gepurzelt. Und so wird es nicht ganz so sehr wie im Handybereich, aber auch da werden beim Fahrzeugen werden auch die Preise fallen. Ganz kurz zum Schluss nochmal zur Nutzung dieser Säule. Dazu braucht man so eine Karte. Wie bekomme ich die und kann ich hier überhaupt diese Säule nutzen, wenn ich keine Karte habe? Wenn ich keine Karte habe, fangen wir damit an. Dann gehe ich an den Counter und bekomme für 3 Tage ich bekomme eine Karte, die ich 3 Tage lang kostenlos nutzen kann. Das ist insbesondere für Besucher von Berlin sicher ganz interessant. Registriere mich dann bei The New Motion und kann diese Karte, wenn ich möchte, europaweit nutzen. Die andere Alternative ist, die meisten Elektrofahrer haben bereits eine Karte, bringen die entweder von ihrem Stadtwerk mit und da ist hier, sind wir in dem sogenannten Smart Lab Ladenetz Verbund mit integriert. Die können hier alle laden und natürlich die Kunden von The New Motion. Zu diesem Smart Lab Verbund gehört aber auch so eine Firma wie Vattenfall, also jeder, der eine Vattenfall-Karte hat oder von irgendeinem externen Stadtwerk, die da in dem Verbund mit drin sind, können hier laden.
Vielen Dank für den Einblick. Dankeschön. Berlin will Hauptstadt der E-Mobility werden. Wie weit wir da schon sind, wo ist der aktuelle Status? Das erklärt uns gleich Jörg Welke von der EMO, der Berliner Agentur für Elektromobilität. Also bleiben Sie bei uns.